Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bart's Tale, der Remastered-Trilogie. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mal eine Sache nachgeschaut. Ich bin noch mal in die Gilde der Abenteurer reingegangen. Da gab es weiterhin nicht dieses ähm, keine Option zum Thema Schlafen oder so weiter. Aber als ich rausgegangen bin, war wieder Tag. Also ich nehme jetzt mal an. Das ist mir beim letzten Mal irgendwie entweder nicht aufgefallen, als ich es probiert hatte, oder ich hab von, ich bin reingegangen, habe es nicht gesehen und dann wieder gleich neu geladen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so: Wir gehen rein und anscheinend übernachtet man dann automatisch und dann ist wieder Tag. Und das wollen wir doch gleich mal machen. So, ihr seht, es ist dunkel. Wir gehen rein und wir betreten die Stadt wieder und es ist hell. Ha, sehr schön und dann können wir jetzt auch mal Sachen verkaufen bzw. identifizieren wir verkaufen erst einmal. Weinschlauch behalten mal, Fackel behalten mal, Stab. Oh, muss ich bei unseren zwei Leuten hier noch mal schauen, ob wir den brauchen könnten. Buckelschild haben wir schon alles. Die Robe ist normal, Keule braucht man nicht, die Lederrüstung brauchen man nicht. Breitschwert braucht man nicht, die nicht identifizierte Waffe braucht man natürlich noch, das Turmschild. Ja, so, so sieht's ganz gut aus. Ähm Moment, oh Inventar von Dings. Du hast schon einen Stab. Du hast auch schon einen Stab. Okay, alles klar. Also verkaufen. Der Stab kann auch weg. So, dann wollten wir auf jeden Fall noch kaufen. Moment, auf Wala gehen. Wir wollten, glaube ich, noch den Langbogen kaufen. Mal sehen, ob das geht. Macht die Rüstung. Ah, Nebenhand, Turmschild. Ich verstehe. Wir müssen entweder das Turmschild nehmen oder den Langbogen. Ja, okay. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen blöd. Du hast einen Langbogen drin. Ähm, du hast ein Buckelschild drin. Tag hat, glaube ich, auch einen Bogen drin. Äh, ein Schild drin, einfach um besser ausgerüstet zu sein. Liana hat auch einen, Buckel, einen Turmschild sogar. Bleibt auch nichts, kennt sie ja. Ja, und ihr könnt sie wahrscheinlich nicht benutzen, oder? Nee. Okay. Ach, da steht sie ja auch neben Handgegenstände. Okay. Alles klar. Dann bleiben wir lieber so besser gerüstet und lassen den Bogen weg. So, Gegenstand identifizieren. Eine Kriegsaxt. Hm. Was machten die? Das ist äh, ja, okay. Das ist eine ganz normale Kriegsaxt. Die kann Fernkampf 2 bis 8. Äh, Krieger haben wir nicht. Paladin, Bade, Jäger, Mönch. Hm. Idria sollte ja keine Dings drin haben. Keine Waffe. Ah, das ändert nichts an der Waffe. Dann könnte man mit ihr noch einen Fernkampf haben. Aber es bringt eigentlich nichts, weil einmal benutzt, dann ist das Ding weg. Es gefällt mir nicht so gut. Okay, dann verkaufen wir dieses Ding auch. Die Kriegsaxt. Mann, oh Mann. Schade, schade. Okay, das war's dann. Ich habe mir echt gehofft, dass das jetzt eine richtig coole Fähigkeit wäre, aber. Ja, war nicht so. So, Aufstieg, Fahler. Trefferpunkte, ein Geschicklichkeit. Ne, nicht schlecht. Äh, Fahler kann sogar noch eine Stufe aufsteigen. Zehn Trefferpunkte, ein Angriff und ein Geschicklichkeit. Ja, das gefällt mir ganz gut. Etria. 8 Trefferpunkte, ein Intelligenz. Nochmal Etria. Vier Trefferpunkte und eine Konstitution. Ähm, Tag, was ist mit dir? Drei Trefferpunkte, vier kritische Punkte und eine Konstitution. Elf Trefferpunkte, sieben kritische Treffer und eine Konstitution. Sehr schön. Liana. Drei Trefferpunkte und ein Glück. Hm. Nicht so begeistert davon. Vier Trefferpunkte und eine Stärke. Ja, okay. Auch nicht ganz so optimal. Drei Trefferpunkte, acht Fähigkeiten deaktiviert, fähig identifiziert, in den Schatten verbergen. Ja, das hört sich schon ganz gut an. Sind wir schon wieder besser in Identifizieren, in Fallen deaktivieren und so weiter, im Schatten verbergen und so weiter. Oral. Vier Trefferpunkte, ein, fünf Zauberpunkte und ein Glück. Ah ja. Äh, und sie da, äh, Oral darf sogar nochmal. Äh, das machen wir aber gerade noch nicht. Ekaros. Äh, Drei Trefferpunkte, sechs Zauberpunkte und eine Intelligenz. Aber von euch schauen wir erstmal Zauberbeschaffung. Seht mal, wir können neue Zauber bekommen. Äh, 2000 geringere Enthüllung. Dieser Zauber ist eine länger andauernde Magierflamme und offenbart ebenfalls geheime Türen. Magierflamme war, glaube ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, Magierflamme war ja Licht zu machen. Aber offenbart ebenfalls geheime Türen. Dann könnten wir das nehmen, das einfach zaubern. Und dann könnte unser ähm, Bade was anderes machen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, finde ich. Schweben negiert teilweise die Effekte der Schwerkraft auf die Gruppe, wodurch sie eine 75-prozentige Chance haben, Fallen zu vermeiden. Außerdem können sie hiermit durch Portale nach oben reisen. Das hört sich auch an, als ob das ein sehr, sehr wichtiger Zauber wäre. Ach, kühnes Magierstern. Eine helle Fackel entzündet sich vor einer Gruppe deiner Feinde, blendet sie zeitweise und sorgt dafür, dass die nächste Kampfrunde verpassen. Und zwar die ganze Gruppe? Die ganze Gruppe könnte sehr nützlich sein. Und Kriegsschlag? Sorgt dafür, dass eine Gischt Energie aus dem erweiterten Finger des Werkers spritzt, die eine Gruppe Feinde von für 5 bis 20 Schaden, äh, Schadenpunkte, Brutzeln lässt. Also tatsächlich einen Zauber für 20 Fuß, ähm, der eine Gruppe angreift. Das finde ich auch ziemlich geil. So, können wir. Wir dürfen auch natürlich noch eine Stra Stufe machen, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal Zauberbeschaffung für Icarus. verwandler Verwandlerzauber Level 3 kostet dich 2.000 Gold. Du wirst diese Zauber erlernen, die mit macht. Erhöht den Rüstungsschutz jedes Gruppenmitglieds durch Verstärkung der natürlichen Stärke ihrer Rüstung durch Magie. Hört sich auch ziemlich geil an. Vor allem auch ein Gruppendings. Ähm, was ist das? Überras mystischer Schild. Die Luft vor der Gruppe verdichtet sich zu metallischer Härte und begleitet die Gruppe, wenn sie sich bewegt, als eine Art unsichtbarer Schild. Auch nicht schlecht. Oscons Orgelkraft ermöglicht es einem Mitglied deiner Gruppe, Monster auf eine solche Art Schaden zuzufügen, als wäre es so unglaublich stark wie ein Ogre. Aber nur ein unserer Mitglieder. Äh, Sternfackel, die, Licht, äh, die Luft rings, um deine Gruppe deiner Feinde entzündet sich sofort und lässt sie für 6 bis 24 Schadenspunkte brennen. Mhm, auch auch Gruppendings werden wir auch machen. So, alles klar. Jetzt äh, gehen wir mal kurz zur Stadt raus. Jetzt ist es nämlich auch so. Jetzt haben wir drei Zauberpunkte. Wir können einen Klassenwechsel machen. Von den unseren Zweien. Ähm, Handbuch, wir gehen mal kurz hin. So, Beschwörer, Hammer. Verwandler, Hammer. Jetzt können wir zum Beispiel den Hexer lernen. Hexerei erzeugt keine physische Manifestation, sondern erschafft und manipuliert stattdessen die Illusion und führt zu einem höheren Bewusstsein. Eine Illusion ist ein Bild, das durch den Zauberwerkenden erzeugt und anschließend auf die Netzhaut aller Betrachter gelegt wird, was zu einer Stimulierung der Nervenenden und somit zur Irreführung der anderen vier Sinne führt. Der menschliche Verstand kann in den Glauben, die illusionäre Schöpfung sei reell, real, Geschädigt oder gar getötet werden, sofern der Illusion Glauben geschenkt wird. Ein Hexer kann mit Hilfe seiner Kunst auch bestimmte Dinge wahrnehmen, die anderen normalerweise verbeugen bleiben. Aufgrund der Macht von Hexerzaubern steht diese Klasse neu erstellten Charakteren nicht zur Verfügung. Um ein Hexer zu werden, muss der Magier zuerst Zauberlevel 3 in einen der anderen Zauberkünste erreichen. Und das haben wir jetzt. Das heißt, Hexer könnten wir werden. Dann gibt es noch den Zauberer. Zauberei ist das Beschwören von und die Verbindung zu verschiedenen übernatürlichen Kreaturen. Diese Kreaturen sind den Menschen gegenüber nicht freundlich gesinnt und der Versuch, sie kontro zu kontrollieren, kann extrem gefährlich für sein. Der Zauberer hat weniger Zauberer als die anderen drei Klassen, diese sind jedoch viel mächtiger. Die von ihm beschworenen Kreaturen stammen von einer anderen Existenzebene, der sogenannten negativen Ebene. Der heraufbeschworene Monster schließen sich der Gruppe an und kämpfen, bis sie besiegt werden. Was bei uns ein bisschen blöd ist, weil wir ja schon eine volle Gruppe haben. Ähm, der Zauberer besitzt einige Fähigkeiten, um auch normale Monster einzufangen und zu kontrollieren. Aufgrund der Macht von Zauber -Zau Zauberer-Zaubern steht diese Klasse neu erstellten Charakteren nicht zur Verfügung. Um ein Zauberer zu werden, muss der Mager zuerst Zauber Level 3 in. Zwei andere Zauberkünste erreichen. Also, da wir unsere Gruppe schon voll haben, halte ich jetzt nicht viel von Zauberer. Um ihn zu werden, müssten wir also Beschwörer und Verwandler sein. Also Beschwörer Stufe 3, Verwandler Stufe 3 sein. Oder Beschwörer Stufe 3, Hexer Stufe 3 und so weiter und so fort. Dann gibt es noch den Erzmagier. Erzmagier sind Meister der Magie. Sie sind die mächtigste Gattung von Magiern, da ein Erzmagier fast alles kann. Diese Meister der Magie haben mindestens drei Zauberlevel für jede der vorherigen äh, vier zauberwirkenden Klassen durchlaufen. Also Beschwörer Stufe 3, Verwandler Stufe 3, Hexer Stufe 3 und Zauberer Stufe 3. Erzmagier haben das Wissen, um alle der von ihren vorherigen Klassen erlernten Zauber zu wirken. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Und ich habe, glaube ich, auch gelesen, ein Erzmagier werden wir auch, glaube ich, brauchen. Um das Spiel zu beenden. Oder eines der zwei anderen Spiele zu beenden, glaube ich. Dann gibt es noch den Chronomenser. Chronomenser ähm, sind der Schlüssel für weit entfernte Länder. Sie sind der, die Reiseexperten unter den Zauberwerkenden. Sie helfen der Gruppe mit ihrem besonderen Teleportationstauber, sich von einer Dimension zur anderen zu bewegen. Bevor ein Zauberwerken, da zum Chronomanten ernannt werden kann, muss er zum Erzmagier werden und mindestens Cyber-Level 3 erreicht haben. Das heißt, wir brauchen einen Erzmagier, um ein Chronomancer zu werden. Wenn ein Magier zum Chronomancer wird, verliert er die Macht, alle Zauber zu wirken, die er zuvor erlernt hat. Dies mag zwar unfair sein, der Chronomancer muss sich jedoch vollkommen auf die wichtigsten Teleportationszauber konzentrieren. In The Thief of the Fate ich weiß jetzt nicht, ob das das zweite oder dritte Spiel ist, ist ein Chronomancer erforderlich, um umherreisen zu können. Das heißt, wir brauchen einen Chronomancer. Wir müssen also Erzmagier werden. Mit einem unserer Zauberer müssen wir Erzmagier werden und dann zum Chronomenser. Und der Geomancer, den brauchen wir, glaube ich, auch, aber das ist eine andere Klasse. Die können Krieger, Paladine, Mönche, Baden oder Jäger werden. Allerdings verlieren sie zum Beispiel die Mehrfachangriffe oder die Lieder zu spielen oder die kritischen Treffer. Und ich glaube, auch der ist erforderlich. Meine Überlegung: Ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, was äh, was ähm, die alle können. Der Beschwörer, das ist ja Orail. Der habe ich mal nachgeschaut, kann verdammt gute Zauber später noch lernen. Sowas wie Gift heilen zum Beispiel. Äh, ich glaube auch noch bessere an, andere Sachen oder so. Das, was wir da gelernt haben zum Beispiel. Dass wir ja das Licht und geheime Türen, dass wir besseres Licht haben oder länger wirkt es oder sonst irgendetwas. Das zum Beispiel. So. Ähm. Genau. Von daher würde ich den Beschwörer, ich glaube, der Beschwörer war es, äh, gerne bis auf Stufe 7 haben. Also Zauberklasse 7. Ganz einfach dadurch, dass wir dann. Ähm, ja, da richtig gute Sachen kriegen. Zumindest ein paar Level will ich damit machen. Und unseren Verwandler werden wir jetzt so auf Stufe 3 stehen lassen und zum Hexer werden. Und wenn wir da dann Stufe 3 haben, werde ich ihn wahrscheinlich zum Zauberer. Also den werde ich versuchen, zum Erzmagier zu machen und vielleicht irgendwann zum Chronomenser. Aber erst einmal Erzmagier. Ich denke, das ist vielleicht eine keine schlechte Idee wie das genau aussieht bei dem Beschwörer dann, wenn wir da Stufe 7 sind, dann können wir wahrscheinlich auch wieder Klasse wechseln, dass wir dann eine andere Klasse nehmen und den versuchen auch zum Erzmagier zu bringen. Vielleicht dann mit, äh, ich weiß nicht, beim Erzmagier, ob der dann auch die anderen, also Stufe 4 äh, vom Beschwörer, Stufe 4 von Verwandler, also ob er dann alle Zauber davon kennt oder nur die, wo wir die Stufe haben. Oder wie das dann ist, ob er dann auch. Relativ einfach, äh, wenn wir jetzt eine andere Klasse nehmen und ähm, den Beschwörer dann wieder auf Stufe 4 hochkriegen können oder wie auch immer, wie das genau ist, ich weiß es nicht. Also, Beschwörer will ich auf jeden Fall höher kriegen und dann vielleicht auch mal versuchen, ihn zum Erzmagier ja zu machen, aber halt, ähm, ja. Aber Beschwörer halt auf jeden Fall erstmal weitermachen. So. Von daher werden wir einen Klassenwechsel machen und zwar für Ekaros und zwar zum Hexer. Ikarus ist jetzt Sorcerer, also Hexer und hat folgende Zauber erlernt. Hypnotisches Bild. Wenn er erfolgreich gewirkt wird, sorgt dieser Zauber dafür, dass eine Gruppe deiner Feinde die nächste Runde im Kampf verpasst. Fallen lokalisieren. In einen Zustand magischer erhöhten Bewusstseins kann der Werker dieses Zaubers eine Falle innerhalb von 30 Fuß spüren, wenn er in ihre Richtung blickt. Mangas Geiststoß. Der Magier wirkt, bewirkt einen konzentrierten Stoß psychischer Energie auf einen Gegner, der für jedes Erfahrungslevel des Magiers 2 bis 8 Schaden zufügt. Und der Phasenverwischer. In den Augen der Monster scheint die ganze Gruppe zu schwanken und ihre Umrisse zu verwischen, so dass die Monster die Gruppe nur schlecht treffen können. Auch eine ziemlich coole Fähigkeit. So, jetzt nochmal ein Aufstieg und zwar Ikarus darf nochmal... Zauberpunkte und so weiter. Und Icarus, äh, Oral meine ich. Und Icarus, ja, weil wir da diesen Klassenwechsel schon hatten, jetzt gerade eben, konnten wir jetzt hier nichts mehr machen. So. Jetzt sehen wir auch schon Verwandler und Hexer ist er ja jetzt eins. Das war also jetzt unser Aufstieg eigentlich gewesen. Deswegen wollte ich das erstmals nicht machen. Moment, dann will ich hier mal kurz Zauber wirken. Ich will mal jetzt was ausprobieren. Fallen lokalisieren. Wie lange hebt denn das Ding hier? Ja, 300 Minuten. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Aber äh, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Mana. Magischen Licht, Gebiet zu erhellen. Schnelle Reparatur, Gebiet verzaubern. Und das Schild. Jetzt haben wir auch noch das Schild. Der mystische Schild. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dazu dann, sprechen wir jetzt noch. Den Kompass brauchen wir zwar jetzt eigentlich nicht, aber ist trotzdem nicht so verkehrt. Schweben finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. <laughs> Zauberteppich. Sehr schön. Nur um, der Heilung geringer Enthüllung. So, jetzt haben wir auch noch das hier drin. Das sieht doch echt nicht schlecht aus eigentlich. Haben wir sonst noch irgendwelche Dinger gehabt? Ja, ich glaube, das müsste eigentlich gewesen sein. So, okay. Dann noch das Badenlied. Ähm, was haben wir da? Wunden heilen während des Dings. Feind mit Waffe zu treffen, auch nicht schlecht. Sch erfüllt den Schaden. Antimagisches Feld. Schwerer zu treffen. Wenn ich das mache. Ah, okay. Nein, das ist kein so ein Buff, den wir da haben. Also jetzt werden wir wegen egal getroffen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, jetzt könnten wir zurückgehen. In diese Taverne. Aber ich hätte auch gesagt gehabt, lasst uns, also nicht in die Taverne und danach in den Weinkeller hier runter, in die Kanalisation hier fertig machen. Aber ich hätte vielleicht auch gesagt gehabt, lasst uns doch vielleicht erstmal hier unten ins Carapré uns nochmal ein bisschen weiter anschauen. Vielleicht noch das ein oder Level, das ein oder andere Level machen, schauen, was es hier noch so gibt. Das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht. Dann gehen wir. Den da haben wir noch nicht angeschaut. Wir kämpfen, Feinde angreifen, Feinde angreifen, Feinde angreifen, Feinde angreifen, Feinde angreifen Fernangriff, verteidigen, verteidigen. Die müssen. Das Gute ist, wenn wir jetzt in der Stadt nämlich noch uns umschauen, äh, sammeln wir nämlich auch nochmal HP, äh, MP, ZP, ZP heißt es ja. Und das ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt. erfahrungspunkte sammeln gold sammeln und halt zp weil wir in der halt da waren wir auch noch nicht drin weil wir da in draußen rumlaufen so Äh, drei Hobgoblins. machen wir weiter. Mach mal genauso weiter wie vorher. Und nochmal äh, sogar noch eine helle Bade. Gar nicht so schlecht. Hier ist ein Stück Pergamentpapier aus dem Handbuch der Abenteurer-Gilde. Auch deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir dieses Ding hier anschauen. Benutze deine Zauber- und Badenlieder, um die Rüstungsklasse deiner gesamten Gruppe zu verringern. Je niedriger, desto besser. Okay. Äh, da waren wir noch nicht drin. Als du den Raum durchsuchst, entdeckst du etwas Pergamentpapier aus dem Handbuch der Abenteurergilde. Darauf steht, dein Charakter mit der höchsten Geschicklichkeit greift im Kampf als erster an. Greife zuerst besonders üble Monster mit Zaubern und Angriffen von Charakteren mit hoher Geschicklichkeit an. Deine weniger geschickten Charaktere würden nicht lange genug überleben, um den ersten Schlag auszuführen. Okay. Ähm... Waren wir da schon drin? Da waren wir schon drin. Komisch, dass wir da schon waren. Naja, egal. Ich will auf jeden Fall erstmal mal hier weitergehen, weil wenn wir mal die Karte uns angeschaut haben, das ist jetzt dann dieser Raum hier. Glaube ich. Ja, genau. Das müsste dann dieses Ding hier sein. Das müsste eine Sackgasse sein. Vor allem interessiert es mich, wo es da unten hingeht. Es sieht aus, als ob das offen wäre. Also wollen wir doch erst einmal dahin gehen. Natürlich alle Häuser anschauen, was da so Sachen zu finden ist. Wir verbergen uns im Schatten. Wird aber entdeckt. Ich will ein bisschen Pfeile sparen. Wir springen erfolgreich in den Schatten. Bringt aber nichts. Aber ein Plattenpanzer. Gar nicht mal so schlecht. Äh, aber Plattenpanzer kannst du ja nur du tragen, glaube ich. Und der Jäger. Und du hast, glaube ich, auch schon ein paar Plattenpanzer. Ja. Bringt also nichts. So. Ah, das war das Ding hier. Ich glaube, das war der Tempel. Auf der anderen Seite. Diebe. Ah, für einen Angriff, für zwei Diebe lang, lohnt sich das jetzt nicht. So. Ja, im jeden Haus sind, oder fast jeden Haus sind äh, Gegner drin. Ein Buckelschild, aber ansonsten nichts mehr. Ja, genau. Und jetzt gehen wir quasi hier runter und schauen mal, was da ist. Ich finde die Karte auch relativ schön. Man sieht, wo man noch nicht gewesen ist mit diesen hellen Feldern. Also, dass wir da noch nicht gewesen sind. Ähm, wir sehen, dass wir da schon durchgekommen sind, weil wir haben getroffen, ein Samurai, genau. Ähm, da, das darf man nicht vergessen, dass es da in, des, in die Kanalisation wieder runter geht. Äh, da geht es auch überall nirgends hin. Da haben wir Gasthaus, da haben wir die Gasthaus. Da sind noch die Tempel, wo wir noch nirgends drin waren. Das müssen wir uns auch noch mal genauer anschauen. Da oben sind wir nicht durchgekommen, hier ein eisernes Tor. Also sehr, sehr schön gemacht. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier Schluss. In der nächsten Folge geht es weiter. Und wie gesagt, wir schauen uns, bevor wir jetzt wieder in die Dings gehen, einfach mal da oben wieder ein bisschen genauer um. Bis dahin macht's gut und tschüss.